Hallo Leute, Acho und Disacho. Die Geschichte um Frage nach Acho und Disacho, die angeblich in einer mündlichen Abschlussprüfung gestellt worden sein soll, ist eine moderne Sage an Universitäten und Hochschulen im deutschsprachigen Raum, die auch in Büchern erwähnt wird. Ein Student der Betriebswirtschaftslehre oder Volkswirtschaftslehre wird in seiner mündlichen Abschlussprüfung gefragt, was Acho bedeutet. Er kann die Frage aber nicht beantworten, woraufhin der Prüfer ihm mitteilt, er sei durchgefallen. Der Student empört sich und mahnt an, dass er einen Anspruch auf 3 Fragen besitzt, woraufhin der Prüfer ihn fragt, nun gut, was ist also Disacho? Was ist der Unterschied zwischen Acho und Disacho? Da der Student diese Fragen ebenfalls nicht beantworten kann, ist er somit durchgefallen. Die Geschichte wird häufig in Erstsemesterkreisen, vorwiegend in wirtschaftlichen Studiengängen erzählt. Dem Charakter der modernen Sage zufolge hat der Erzählende die Geschichte nicht selbst erlebt, sondern vom Freund eines Freundes erfahren. Ort der Geschichte ist üblicherweise die eigene, bisweilen aber auch eine andere Hochschule, nicht selten im näheren Umkreis. Im Internet kursieren mehrere Varianten für den Ursprung dieser Sage. So wird häufig die Universität Hamburg als Ursprungsort angegeben. Ebenso existiert die Geschichte in verschiedenen Sammlungen von Studentenwitzen. Angesichts der Charakteristik der Studiengänge ist der Wahrheitsgehalt der Geschichte in der heutigen Zeit stark anzuzweifeln. So verzichten beispielsweise zahlreiche Fachhochschulen gänzlich auf mündliche Abschlussprüfungen. Ebenso erscheint der Umfang mit lediglich 3 Fragen für eine Abschlussprüfung als sehr gering, aber nicht vollkommen unüblich.